Diese Woche auf Platz Nummer 5, The Chris Predator, der hier einen wunderschönen Seitvollzieher mit Benitez macht und einfach mal das Ding ins Dunkle lässt, ne? Da kann man ruhig mal ein bisschen abfeiern, ein bisschen tanzen. Damit hat selbst der Torwart nicht gerechnet. Schönes Tor, Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 geht an Omega Zone TV, der hier mit Vertonghen mal langes Ding reißt, das Ding an die Latte knüppelt und der Torwart schenkt ein. Hammergeiles Ding von Vertonghen. Schönes Tor von Omega Zone TV. Nein, 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 so muss das sein. Platz Nummer 3 an Serial LP, der hier mit Javi Martinez eine schöne Flanke auf Mkhitaryan macht, die Mücke haut das Ding mit Gefühl in den Winkel, so ist das schön. Das schauen wir uns doch gerne noch einmal an, wie Mkhitaryan hier den Ball verarbeitet und schön geschmeidig einschenkt. Schönes, gefühlvolles Türchen. An Bildqualität mangelt es auf Platz Nummer 2 bei XX Barney Barnes XX, aber definitiv nicht an der Torqualität, der hier mit Lukas Podolski außerhalb vom 60er das Ding in den kurzen Winkel rammt. Wie geil ist das Tor denn, Freunde? Habt ihr so eine Scheiße schon mal gesehen? Ich nicht. Guckt es euch an. Schön einfach mal gesagt. Überlegt und rein in den Winkel. Hammergeiles Tor. XX Barney Barnes XX. Schön. Auf Platz 1 hat sich Lou Skiller HDX mit Jetson hochgespielt, der erstmal hier schön ein paar Meter gut macht, die Gegner erstmal stehen lässt, nochmal kurz austanzt, eine Rabona-Flanke macht und damit Vargas einen Nackentrick macht. Oh, ist das schön! Lange nicht gesehen, sowas Schönes, sowas Leckeres. Einfach nur traumhaft, Freunde. Herrlich, schönes Türchen und sollte euer Tor nicht dabei sein, winselt nicht rum, ich habe eine Menge Einsendungen, ich bin dankbar dafür. Und vielleicht seid ihr nächste Woche dabei, wenn es wieder heißt Top 5 Goals of the Week. In dem Sinne, gut Schuss, euer Commander Krieger.